Bei uns gibt es mittlerweile mehr Firmenräder als Firmenwegen. Das ist schon mal, glaube ich, ziemlich cool. Also schieß doch mal los. Was möchtest du noch gerne wissen und was ist noch offen geblieben? Genau, also ich habe im Allgemeinen schon öfter von einem Jobrad gehört oder neuerdings gibt es ja auch dieses 49-Euro-Ticket. Ja. Bietet ihr irgendwas in die Richtung auch an? Ja, beide Benefits gibt es auch bei uns, bei der Hypovereinsbank. Das ist uns super wichtig, weil wir Nachhaltigkeit nicht nur als Lippenbekenntnis raustragen wollen, sondern es wirklich in allen Bereichen der Bank leben. Und das ist dann halt das Thema Nachhaltigkeit in der Mobilität. Zum einen hast du die Chance, bei uns einen Jobrad als Firmenrad zu leasen. Und ich kann das nur empfehlen, ich habe es auch gemacht und seitdem fahre ich jeden Morgen mit einem guten Gefühl in die Arbeit, anstelle mich in den Verkehr zu zwingen. Ich hätte noch eine Frage, die mich persönlich betrifft. Klar. Genau, also ich ernähre mich schon länger vegan. Deswegen wäre es natürlich schön zu wissen, ob es bei euch auch vegane oder vegetarische Optionen gibt. Kann ich total gut nachempfinden und ich kann dir nur sagen, das Thema Ernährung ist für mich persönlich auch super wichtig. Ich will da gesund unterwegs sein und auch moralisch mich richtig verhalten. Und deswegen gibt es bei uns eine Garantie darauf, dass es jeden Tag in der Kantine auch ein vegetarisches Gericht gibt. Aber die Wahrheit ist auch, bei den veganen Gerichten, da haben wir schon viel in petto und die gibt es auch bei uns im Mitarbeitercafé. Aber da entwickeln wir uns gerade noch hin. Die Hypovereinsbank ist ja eine paneuropäisch tätige Bank. Aber wie passt es dann mit Nachhaltigkeit zusammen? Ich finde es super, dass du die Frage stellst, weil wir merken, dass das ein Thema ist, was die jungen Talente immer stärker berührt und wir darauf eine super passende Antwort haben. Ich kann dir ja nun mal zwei, drei Beispiele geben, dass Nachhaltigkeit bei uns kein Lippenbekenntnis ist. Bei uns gibt es mittlerweile mehr Firmenräder als Firmenwegen. Das ist schon mal, glaube ich, ziemlich cool. Und was auch noch ganz witzig ist als Fun Fact, wir sind ja hier heute an unserem Headquarter. Das ist ein nachhaltiges Green Building, was seinen CO2-Ausstoß und seine Emissionen vollständig kompensiert und hat zum Beispiel eine eigene Geothermieanlage, wurde aufwendig saniert. Also du merkst, die Magie beim Thema Nachhaltigkeit passiert auch teilweise im kleinen Detail, über das außen in den Medien gar nicht so oft gesprochen wird. Gibt es bei euch auch Anreize oder Unterstützung für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sich auch außerhalb des Arbeitsplatzes persönlich für Nachhaltigkeit zu engagieren? Total. Und du hast ja gerade in deinen Fragen schon gemerkt, Nachhaltigkeit, das ist uns ein super wichtiges Thema. Und lass uns doch mal in den zwei Dimensionen bleiben, die wir auch schon angesprochen haben. Auf der einen Seite ökologische Nachhaltigkeit und auf der anderen Seite soziale Nachhaltigkeit. Beim Thema ökologische Nachhaltigkeit fördern wir ja deine Mobilität mit dem Firmenrad, mit dem Jobrad. Und das kannst du natürlich auch privat frei verwenden und benutzen, was, glaube ich, super cool ist. Und auf der sozialen Seite, bei der sozialen Nachhaltigkeit, weil uns das auch eine Herzensangelegenheit ist und wir sagen, hey, wir haben da eine super wichtige Funktion und müssen da auch als Vorbild in der Gesellschaft voranschreiten, bieten wir jedem unserer Mitarbeiter zuallererst mal die Möglichkeit, sich 2 Tage freizunehmen und für Herzensprojekte im sozialen Bereich einzusetzen, um da wirklich einen Unterschied zu machen und die Menschen zu unterstützen, die die Unterstützung auch benötigen. Ich hoffe, dir ist klar geworden, du musst bei uns nicht zögern. Du kannst alles fragen, es gibt kein No-Go und melde dich gerne auch nochmal. Wir beantworten im Nachgang auch jede Frage, die du auf der Seele hast. Das habe ich gemerkt und wenn noch was kommt, melde ich mich direkt. Super gerne. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich habe mich total gefreut, dich kennenzulernen und würde sagen, ich begleite dich dann jetzt einfach noch raus.